und ich bin auch Sabine bei den Alexianern. Hallo, mein Name ist Bukuria Merazzi. Ich habe seit April 2021 meine Ausbildung hier bei den Alexianern begonnen und freue mich, da ich auch mich hier sehr wohl fühle und die Arbeit hier sehr abwechslungsreich ist. Meine Ausbildung mache ich bei der WG Rita. Da sind Bewohner, die einen Schlaganfall früher hatten oder einen Unfall hatten mit dem Auto, dass die halt kognitiv eingeschränkt sind und eine Hirnschädelverletzung haben. Und ich bin halt dafür zuständig, sie zu betreuen, wieder das Gefühl zu geben, zu leben. Und das ist mir dann halt natürlich sehr wichtig, dass sie sich auch dann noch wohlfühlen und ich mich dann auch gerne um die kümmere. Ja, natürlich ist das Zusammenstellen der Medikamente auch eine wichtige Rolle in der Pflege und dabei kann ich mich immer auf meine Kolleginnen und Kollegen verlassen, wenn ich Fragen habe. Wir als Auszubildende bekommen auch Einblicke bei bestimmten Entspannungsverfahren, wie zum Beispiel Akupunktur am Ohr oder auch an den Beinen. Das wird gemacht, damit wir, also damit die Patienten eine innere Ruhe bekommen und diese Gelassenheit bekommen. Und hilft Menschen, die Depressionen haben. Wir sind jetzt im Haus Christophorus. Hier werden Menschen im Wachkoma betreut. Unter anderem gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, wie zu einem der Lichttherapie. Oder hinter mir kann man auch das Musikbett sehen. Da wird dann zum Beispiel klassische Musik gespielt. Und das Bett nimmt dann die Vibrationen auf.